Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Pünktlich zum EM-Start habe ich auch ein Rezept für euch. Und zwar habe ich diese EM-Muffins gebacken. Ich habe aus Modellierschokolade Trikots gebastelt, also dekoriert, und die dann auf meine Schokoladen-Muffins draufgesetzt. Und da ist noch eine Creme drauf, die sieht dann aus wie grünes Gras. Richtig süß. Vor allem ist das Rezept wirklich sehr einfach und sehr lecker. Und ihr könnt diese Trikots zum Beispiel auch ganz gut vorbereiten. Und weil man die eben gut vorbereiten kann, starte ich jetzt auch zuerst mit den Trikots und zeige euch, wie ich die hergestellt habe. Für die Trikots benutze ich jetzt Modellierschokolade, weil Modellierschokolade hat den Vorteil, dass sie erstens mal richtig gut schmeckt und sie trocknet auch sehr gut und behält dann eben richtig schön ihre Form. Ich werde jetzt vier verschiedene Trikots machen, und zwar die Deutschland-Trikots, die Türkei, die Schweiz und Österreich. Ja, Türkei, weil wir natürlich türkisch sind, Deutschland, weil wir in Deutschland sind, und Österreich und die Schweiz, weil ich da auch immer ganz viele Zuschauer habe. Und jetzt habe ich eigentlich, also eigentlich ist es ziemlich langweilig, denn ich habe jetzt drei rote Trikots und ein weißes und habe jetzt hier 300 Gramm rote Modellierschokolade. Die habe ich jetzt schon weich geknetet und rolle sie jetzt 3 mm dünn aus. Das ist übrigens der Murat. Und dafür nehme ich jetzt diese Holzstäbchen. Jetzt habe ich es gleichmäßig ausgerollt. Ich habe mich übrigens eben schon beschwert, Murat, dass du geklingelt hast. Alle Welt fragt sich jetzt, warum hat er keinen Schlüssel? Ja. Also er hat einen Schlüssel, aber er nimmt ihn halt nie mit. Ja, oder ich habe immer Angst, dass ich ihn verliere. Ja, naja. Heute geht es um Fußball, ja? Ja. Und jetzt werde ich zuerst einmal die Trikots ausschneiden. Jetzt könnt ihr euch zum Beispiel aus Pappe eine Schablone machen oder ihr nehmt euch ein paar Ausstecher zur Hilfe. Ich mache das jetzt mit Hilfe von Ausstechern. Und die Trikots müssen jetzt natürlich klein genug sein, dass sie schön auf die Muffins draufpassen. Ich habe jetzt hier einen Ausstecher, einen rechteckigen. Und zwar muss ich das jetzt quadratisch ausstechen. Deswegen mache ich das jetzt hier einmal so. Man kann auch irgendwas anderes nehmen, was rechteckig ist. Irgendwas. Eine Butterdose oder so. Genau, zum Beispiel. Und einmal so. Ich war übrigens mal ein sehr guter Fußballspieler. Ich weiß. Soll ich das mal den Zuschauern erzählen jetzt? Nee, warte, jetzt lass mich erst fertig machen. Und jetzt mache ich hier weiter. Und zwar habe ich jetzt hier dieses Quadrat. Und jetzt nehme ich da oben, also ich habe es hier auch vorgezeichnet, jetzt nehme ich da oben diesen Halsteil da weg, also diesen Ausschnitt. Mich nannten sie eigentlich der Brasilianer. Wieso das? Weil ich so gut Fußball gespielt habe. Weil eigentlich nannten sie mich Pumelinho. Und falls ihr einen Buchstabenausstecher habt, oder das könnt ihr auch mit einem Messer zum Beispiel machen, nehmen wir hier jetzt noch den Teil weg für die Ärmel. Aber gerade dieses A passt echt ganz gut mit dieser Kante. Man sieht auch, man kann viele Sachen zweckentfremden. Also man muss nicht extra Ausstecher dazu kaufen. Nö. Es gibt bestimmt auch so einen Trikotausstecher, aber es geht ja wirklich super schnell. Und jetzt nehme ich nur noch hier oben an der Schulter ein bisschen was weg und dann ist das Trikot erstmal vorbereitet. Und so werde ich jetzt noch alle weiteren machen, und zwar mache ich jetzt vier weiße und den Rest mache ich rot.
Die Trikots sind jetzt soweit fertig. Die müssen jetzt erstmal trocknen. Und ich habe jetzt insgesamt etwa 2 Päckchen gebraucht. Also von dem Rot hätte ich jetzt nur 2 rote gebraucht, aber habe auch noch was übrig. Und vom Weißen habe ich jetzt nur 1 Päckchen gebraucht. Das heißt, wenn ihr jetzt 12 Trikots in der gleichen Farbe macht, braucht ihr etwa 200 Gramm Modellierschokolade. Die muss ich jetzt erstmal trocknen lassen und werde in der Zwischenzeit schon mal die Muffins vorbereiten. Und zwar nehme ich da mein Muffins-Grundrezept und mache Schokoladenmuffins, gebe da aber noch ein paar Schokostückchen und Kirschen mit rein. Die Muffins sind jetzt gebacken und auch bereits abgekühlt und ich hatte leider keine Kirschen mehr da, deswegen sind da jetzt noch Heidelbeeren und Schokostückchen mit drin. Und jetzt kann ich die Trikots nehmen und bemalen. Ich werde jetzt zuerst mal mit den Deutschland-Trikots anfangen und nehme dafür die Lebensmittelfarbstifte und nehme einfach jetzt die echten Trikots als Vorlage und werde sie aber einfach so ein bisschen vereinfacht aufmalen. Die weißen Trikots sind ja ziemlich einfach, weil man da einfach mit den schwarzen oder gelben Stiften drauf malen kann. Und jetzt mache ich noch die roten Trikots und da sind jetzt stellenweise natürlich auch weiße Zahlen drauf oder auch zum Beispiel das weiße Puma-Zeichen jetzt bei den österreichischen Trikots. Und da habe ich jetzt weiße Pulverfarbe etwas angemischt. Da könnt ihr jetzt entweder Alkohol oder Palmin zum Beispiel nehmen, also Kokosfett. Alkohol verdunstet etwas schneller und trocknet schneller. Bei Palmin muss man immer aufpassen, dass es später dann eben nicht weich oder warm wird, weil es ansonsten schmieren kann. Und dann könnt ihr mit einem feinen Pinsel auch hier die Schriftzüge richtig gut malen. Die Trikots sind jetzt soweit fertig, die kann ich jetzt erstmal da vorne stehen lassen. Und jetzt habe ich ja auch hier die fertigen Muffins und werde jetzt noch ein Topping zubereiten. Ihr könnt jetzt natürlich auch ein Topping eurer Wahl zubereiten, was auch sehr gut dazu passen würde, vor allem geschmacklich, wäre zum Beispiel ein Nutella-Topping. Habe ich auch immer ganz gerne gemacht. Heute habe ich mich allerdings für mein Frischkäse-Topping entschieden aus meinem Grundrezept. Ich zeige euch aber trotzdem mal kurz die Zutaten. Für die Creme brauche ich 200 Gramm Schlagsahne, 2 bis 3 Esslöffel Puderzucker, 250 Gramm Frischkäse, da habe ich jetzt Philadelphia in Doppelrahmen
Stufe, etwas Vanilleextrakt und 4 bis 5 Teelöffel Sanapat und Lebensmittelfarbpaste in Grün und Gelb. Ich werde zuerst einmal die Sahne steif schlagen. Da kommen jetzt 2 Teelöffel Sanapat mit rein. Die Sahne wird jetzt zuerst kurz verrührt und dann kommen die 2 Teelöffel mit rein. Die Sahne habe ich kurz kühl gestellt und jetzt gebe ich die restlichen Zutaten, also Frischkäse und Puderzucker, in eine große Schüssel. Ihr könnt jetzt statt Frischkäse zum Beispiel auch Mascarpone verwenden, aber der Frischkäse passt geschmacklich wirklich sehr gut dazu. Den Puderzucker habe ich vorher durchgesiebt und wer es jetzt etwas süßer mag, nimmt 3 Esslöffel und wer es weniger süß mag, nimmt 2 Esslöffel. Da kommt jetzt noch Vanilleextrakt mit rein. Und dann auch von der gelben und grünen Lebensmittelfarbe. Einfach nur ein paar Tropfen. Und 3 Teelöffel Sanapat. Und das Sanapat sorgt dafür, dass es eben schön fest wird und auch standhaft bleibt. Und das wird jetzt noch kurz verrührt. Wenn ihr dann die gewünschte Farbe erreicht habt, könnt ihr jetzt noch die Sahne unterheben. Aber ihr könnt auch ruhig ein bisschen mehr Farbe dazu geben, denn die Sahne macht das Ganze ein bisschen heller. Und die Sahne wird dann untergehoben mit einem Schneebesen. Bevor ich die Creme jetzt auch spritzen kann, muss ich sie nochmal für etwa 20 bis 30 Minuten kühl stellen. Und ich habe jetzt hier bereits auch einen Spritzbeutel, so einen Einwegspritzbeutel gerichtet, mit einer Grastülle dran. Und damit werde ich später die Muffins bespritzen. Die Creme ist jetzt gut durchgekühlt und ich werde jetzt die Muffins gleich damit bespritzen. Allerdings setze ich die jetzt vorher noch in diese Muffinförmchen. Und zwar kennt ihr die auch, die habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal benutzt. Ich habe jetzt hier welche für die Schweiz und für Deutschland, für Österreich. Und für die Türkei gibt es leider keine, deswegen nehme ich jetzt da die dänische. Aber es passt ja trotzdem. Aber seid mir bitte nicht böse. In den Förmchen kann man übrigens super backen. Das hätte ich jetzt auch vorher schon drin backen können. Denn die Förmchen fetten auch nicht durch. Die sind innen drin beschichtet. Und jetzt setze ich die da mal rein. Und jetzt spritze ich die Creme da drauf, wie eben Gras. Also man muss immer den Spritzbeutel so senkrecht halten und dann immer wieder hochgehen. Jetzt habe ich die Cupcakes bespritzt und jetzt könnt ihr die Trikots schön drauflegen. Und weil ich die jetzt aus Modellierschokolade gemacht habe, kann ich sie auch jetzt schon drauflegen. Da passiert dann nichts. Wenn ihr die jetzt aus Fondant machen würdet, dann würden die auf der Oberfläche etwas feucht werden. Und dann ist es besser, wenn ihr sie kurz vor dem Verzehr drauflegt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich immer das richtige Trikot auf den richtigen Muffin setze. So,
So sehen jetzt die fertigen Muffins aus und es ist jetzt echt schade, dass der Murat irgendwie fehlt. Der hätte jetzt bestimmt gerne probiert, aber ich stelle sie auf jeden Fall in den Kühlschrank zurück und dann kann er später probieren, wenn er da ist. Die Muffins, eigentlich hätte ich 11 Muffins machen müssen, weil 11 Spieler. Und man kann ja zum Beispiel 2 Mannschaften machen, die an dem Tag spielen und dann könnte sogar mit den Muffins auf dem Spielfeld spielen. Das wäre doch eine Idee. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Vielleicht konnte ich euch jetzt inspirieren und ihr werdet diese Muffins nachbacken. Falls ja, dann schickt mir gerne ein Foto auf Facebook oder auf Instagram mit eurer Lieblingsmannschaft. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Bei mir spielen halt 4 Mannschaften. Je 3 Personen. Naja, egal. Ich sag nichts mehr zu Fußball. Tschüss.